hallo, das ist ja schön, dass ihr spontan vorbeikommt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Kommt herein. Ich bin ganz doll aufgeregt. Ich fühle mich gerade, als würde ich das erste YouTube-Video meines Lebens drehen. Einige von euch erwarten dieses Video, weil ich es auf Instagram seit 3 Wochen ankündige, aber ein sehr, sehr großer Teil von euch, die mir hier nur auf YouTube folgen, halt überhaupt nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, ich sollte irgendwie kurz etwas sagen. Ich bin ein bisschen länger weg gewesen, weil ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hatte eine ziemlich dunkle Phase über den Winter. Die letzten 2 Jahre ist ja viel passiert bei mir an Krankheit und auch familiär. Und ich brauchte einfach mal so eine kleine Erholungsphase, um wieder ein bisschen zu mir zu finden. Aber ja, wir sind umgezogen. Deswegen, darum geht es auch in diesem Video. Ich zeige euch unsere neue Wohnung. Und vielleicht denkt ihr, wer ist diese Frau in meiner Abo-Box? Die habe ich schon 100 Jahre nicht gesehen. Jetzt ist die Chance, mich entweder auszusortieren oder was ihr auch machen könnt, weil ich gar nicht weiß, ob der Algorithmus mich überhaupt noch anzeigt oder wie viel. Ihr könnt mich einmal deabonnieren und wieder abonnieren. Dann bekommt ihr auch alles mit, was zukünftig jetzt passiert. Ich glaube, dass das so funktioniert mit dem Algorithmus. Ich habe keine Ahnung. Das sagen Menschen, die auf Social Media sind. Kommen wir zum Inhalt dieses Videos. Hinter der Kamera ist übrigens Kevin. Hallo. Genau, der ist ja auch hier eingezogen. Und es ist so, Kevin und ich sind vor drei Wochen zum 1. Mai umgezogen. Wir wohnen immer noch in Spandau und wir sind nur 5 oder 6 Straßen weitergezogen. Erinnerst du dich noch an den ersten Tag in der anderen Wohnung? Nicht mehr so wirklich, nein. Ich hatte voll das komische Gefühl, weil bei der Wohnungsbesichtigung konnten wir uns die Wohnung nicht so richtig angucken von unserer letzten Wohnung. Da war halt gerade so ein Kindergeburtstag und ich habe nur so schnell mal geguckt und war so, ja okay, ja okay. Und wer in Berlin oder überhaupt in Großstädten Wohnungen sucht, weiß, es ist ein Albtraum. Und als wir die Zusage bekommen, haben wir gesagt, fuck off, wir nehmen die Wohnung einfach. Und dann sind wir eingezogen, vor 2,5 Jahren. Und schon am ersten Tag habe ich gesagt, ich fühle mich hier nicht wohl. Wir arbeiten ja im Homeoffice, nicht erst seit Corona, sind wir im Grunde genommen 24/7, 365 Tage im Jahr, außer wir verreisen oder sind bei meiner Familie zu Hause. Und da ist es halt extrem wichtig, wo man wohnt. Warum sind wir in Spandau geblieben? Ich habe hier ein paar Freunde gefunden. Wir mögen es hier. Hier ist es grün, die Natur ist geil. Wir sind direkt am Wasser, können mit den Stand-Up-Paddling-Boards immer richtig hipstermäßig losfahren. Abgesehen davon, dass diese Wohnung, die wir uns euch jetzt gleich zeigen, im mittiger locker das Doppelte kosten würde. Also wir haben eine Riesenfläche, wir können unfassbar viele Freunde einladen, sobald man das wieder darf. Theoretisch können wir hier eine Gartenparty machen. Und wir haben noch ein Büro hinten dran und das zeigen wir euch jetzt alles. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug gelabert, aber ich hatte das Gefühl, nach so einer langen Zeit muss ich euch einmal updaten. Und go. Ihr bereit? Ja. Cool. Wenigstens einer. Genau, und dann fangen wir einfach mal mit dem Schlafzimmer an. Auch das erste Zimmer, was ich bei der Besichtigung gesehen habe und ich schon wusste, hier würde ich gerne einziehen. Ja, das ist unser Schlafzimmer. Ich muss dazu sagen, diese Wohnung ist nicht komplett fertig. Wir haben einfach alles, was wir aus der alten Wohnung haben, hier grob hingestellt. Und es sind keine Bilder an der Wand, es ist nichts richtig dekoriert. Es ist erstmal so grob aufgestellt, genau. Ja, ich habe einen geschlossenen Kleiderschrank mir vor einem Dreivierteljahr uns gekauft. Ich habe immer Angst, mir und ich zu sagen. Bei der letzten Wohnungstour wurde ich richtig angefurzt mit, wohnt Kevin da auch? Entscheidest nur du? Ja, es ist mein YouTube-Kanal, deswegen rede ich von mir in der Wohnung. Die Angewohnheit haben wir beide. Also ich rede auch gerne, da habe ich in meiner Wohnung und dann, ja. Wir sind beide egozentrierte Persönlichkeiten und zu zweit funktionieren wir sehr gut. Genau, ja, das ist meine Seite. Leute gucken so gerne in Kleiderschränke, deswegen, ich will ja auch hier euch alles geben. Da ist meine Unterwäsche, da sind meine Tops. Ich hasse alles daran, dass ich Tops zusammengelegt habe. Ja, nichts Spektakuläres, die meisten Klamotten da drin kennt ihr, weil ich schon eine so Million Achso, ja. Warum ich gerne einen Kleiderschrank habe? Weil ich eine Sau bin. Ich schmeiß hier mittlerweile auch einfach nur noch rein. Ich schmeiß einfach nur rein. Sauber hängt. Und alles, was schon mal getragen wurde, aber man noch mal anziehen kann, liegt. Ja, und ich liebe das, weil ich mach's nicht mehr da, obwohl es da dann jetzt doch noch liegt. Ja, und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das für euch aufzuräumen. Das ist halt der Klamottenstuhl. Das haben ja die meisten Leute. Hier fliegt halt alles drauf, was irgendwie, was ich noch mal zum Sport anziehen will, aber keinen Bock mehr habe, in den Schrank zu räumen. Genau, was ich an diesem Zimmer am allermeisten liebe, sind die Dachfenster. Hier wird es zwar unfassbar warm. Wir sind im 4. Stock, wir sind die oberste Wohnung. Aber morgens das Fenster auf und chill hier erstmal 2 Minuten. Wir haben nämlich direkt einen Baum hier vor.
Und da sind Vögel und dann, ja, dann bin ich hier so morgens in der Natur. Und das ist schön. Wo der Fernseher hinkommt, ich brauche auch immer einen Fernseher vorbei. Wir gucken gar kein Fernsehen mehr im Schlafzimmer. Gar nicht mehr, eigentlich können wir uns den hier sparen. Früher richtig viel, vielleicht ist es jetzt soweit. Wir sind erwachsen, wir haben so lange in einer Wohnung und Wohnzimmer gewohnt und nicht mehr in WG-Zimmern, dass wir im Schlafzimmer kein Fernsehen mehr gucken. Das ist eine neue Kommode, die ich mir bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe für extrem viel Geld. Bis ich dann gemerkt habe, dass eine Schublade kaputt ist und sie war... Ich habe nämlich Sam hat gesagt, leiste dir die. Die sind wertstabil. Und ich dachte so, boah, komm, ich treffe jetzt so eine erwachsene Entscheidung und kaufe mir eine wertstabile Kommode, einfach nur, weil ich sie schön finde. Und dann ist die Schublade kaputt und ich merke es zu spät und sie ist ungefähr mehr um 30% im Wert gefallen. Kommen wir ins nächste Zimmer. Und das ist dieses hier. Und wir wissen noch nicht so richtig, was wir daraus machen. Im Moment ist es... Abstellzimmer. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir hier raus machen. Dann haben wir überlegt, ob wir einen Streaming-Raum hier raus machen, weil Kevin mit Twitch anfangen will. Ich kann deinen Kanal auch übrigens mal in der Infobox verlinken, falls ihr da Bock habt, mal zu gucken. Da kommt bald was oder vielleicht, wenn ihr jetzt drauf klickt, ist da auch schon was. Und dann war die Idee, dass wir ein Gästezimmer draus machen. Was ich auch ganz nice finde, weil wir auch zwischendurch getrennt schlafen, weil ich manchmal zu zweit ich bin manchmal so ein bisschen unruhig, wenn man zu zweit schläft. Dann habe ich letztens auch gedacht, viele von euch sind bestimmt nicht alt genug dafür, aber vielleicht haben einige von euch damals, dass die My Cribs, My Cribs Folge von MTV Cribs hieß MTV es einfach. MTV Cribs, genau. Ja. Von Beyoncé gesehen, die hatte einen Raum nur mit Matratzen. Der war so ein bisschen orientalisch eingerichtet. It's like just a place where you lay back and relax. And I know I write a lot of my songs here. This right here is really cool. Und es war einfach komplett alles voll mit Sitzkissen und Matratzen. Und ich weiß noch, wie ich da als 12-jähriges Mädchen saß und gedacht habe, mein großer Traum im Leben ist es, neben einem Whirlpool unter einer Kochinsel. Ich habe sehr bodenständige Träume. So einen Raum zu haben, wo nur Sitzkissen sind, wo man einfach nur zum Lesen, zum Chillen, zum Kaffee und Tee trinken, zum Wachwerden, zum, keine Ahnung, Vögeln. Egal, was man halt gechillt machen will, was wirklich nur was mit Ruhe und fernab von allen Verpflichtungen ist. Ja, so ein Chillraum halt irgendwie. Das war irgendwie immer mein Traum. Und irgendwie, als ich mir da letztens so Sitzkissen für die Terrasse angeguckt habe, dachte ich, vielleicht wird es dieser Raum. I don't know. Ja. We will see, ey. We will see, aber machen wir mal weiter. Ich glaube schon wieder mega viel. Ich glaube, das Video wird ultra mega lang, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, sehr viel zu erzählen habe. Ja, also hier im Flur steht aktuell unser altes Badezimmerregal. Das passt nicht ins Badezimmer, weil wir keine Wand haben, die breit genug ist. Und wir haben es jetzt erstmal hier in den Flur gestellt. Dann kommt man mit ins Bad. Kommt mit. Ja, das ist unser Badezimmer. Das Coole ist, wir haben eine Dusche und eine Badewanne. Das hatten wir noch nie. Das kenne ich immer nur aus meinem Elternhaus früher. Und das war für mich immer übelst Luxus. Und wir haben ein Bidet. Was ich mega weird finde, weil das so gegenüber von der Toilette ist. Oh, und was ich auch noch sehr cool finde, ist jetzt wirklich ein bisschen TMI, aber wir haben keinen Pinöppel an der Badewanne rechts oder links, sondern unten. Und Kevin und ich baden sehr gerne zusammen und hören, ich habe nicht für euch geputzt, Podcast oder Hörbuch und chillen halt so rum. Und ja, das ist ganz geil, weil jetzt niemand mehr, früher war immer so die Diskussion, wem geht's heute am schlechtesten, wer hat am meisten Stress, wer darf die bessere Seite der Badewanne kriegen. Und jetzt ist es so, es gibt keine bessere Seite. Es gibt nur gute Seiten. Ja, kommen wir ins Herzstück dieser Wohnung. Und das ist ein sehr, sehr großer Wohnbereich. Ja, das ist unser Wohnzimmer. Normalerweise steht natürlich der Tisch hier, aber unsere Freunde Laura und Nils waren vorgestern da und wir haben einen Fernsehabend gemacht und haben übrigens einen Film geguckt, der Booksmart hieß und der war sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf lustige Teenie-Filme steht. Und ja, haben halt so ein Bettenlager gemacht, weil manchmal pennen die dann auch hier und es ist irgendwie gemütlicher, wie halt früher, weil man sich getroffen hat und die Matratze auf dem Boden gemacht hat. Und es war so geil und so gemütlich, dass Kevin und ich das jetzt irgendwie liegen gelassen haben und da jetzt jeden Abend liegen und halt da unten die Serie gucken. Ja, und von diesem Fenster aus kann ich dann morgens, hier kann ich sitzen, meinen Kaffee trinken und über mein Reich Spandau gucken. Dein Reich. Ja.
Ich habe eine sehr schöne Aussicht. Es gibt Leute, die wollen lieber über andere Stadtteile gucken. Das ist ein Klavier, das ich gekauft habe und auch bestimmt irgendwann benutzen werde. Kommen wir zu Punkt 1 meiner Lebensträume. Das ist eine Kochinsel. Wer Jack und Sam hört, wird sich fragen, wieso hat sie so eine große Küche? Sie kocht doch überhaupt nicht. Nein, ich koche jetzt. Also wirklich, ich koche wirklich viel in dieser Küche. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, ich hatte niemals auch nur eine Schublade. Wir hatten in der alten Wohnung nicht mal eine Besteckschublade, sondern hatten so ein kaputtes Ding, was immer auseinandergebrochen ist, wenn man das rausgezogen hat. Eins, zwei und drei. Ratatata. Und das Coolste, ich fühle mich wie so ein... Die Kardashians, die haben doch auch... Okay. Wow. Ja, die haben so einen Schrank, da haben das doch alle her, diese komischen Vorratschränke, weil die so einen riesigen Vorratsschrank mit so Vorratschränke haben. Vorratschränke. Ja, eine Erfindung der Kardashians. Ich habe zwar keinen eigenen Raum für meine Eiernachtgläser, aber ich habe eine eigene Schublade. Das finde ich schon richtig nice, eigentlich so. Und das war's eigentlich. Hier ist unser Esstisch. Ich wollte unbedingt, Laura und Nils haben halt so ein... Also so einen kleinen Vorraum zu ihrem Wohnzimmer und die haben dann einen Esstisch. Ja, ist nicht klein, aber halt so ein Raum, der halt einfach da ist, um an einem Esstisch zu sitzen. Und ich fand das irgendwie so cool, weil die haben uns dann irgendwann mal eingeladen und haben so dann Tomatenbutter gemacht und dann haben so Essen gemacht und das stand alles auf dem Tisch und da wurde mir bewusst, ich bin halt immer noch gefühlt 18 in meinem Kopf und lebe in der WG und esse immer im Bett. Wie cool ist das, dass wir jetzt hier so zu viert an einem Tisch sitzen und so den ganzen Tisch voller Sachen haben und schlemmen können. Und dann wollte ich unbedingt einen Esstisch haben oder eine Wohnung, wo ein Esstisch reinpasst. Um ehrlich zu sein, habe ich erst einmal hier dran gesessen und gegessen. Aber ja. Ich freue mich sehr, dass wir den haben. Ich frühstücke da sehr gerne dran und esse da. Wenn ich mal alleine esse, sitze ich eigentlich immer da. Ja, und mein Ziel ist ja auch, viele Menschen einzuladen. Und die können dann hier mit uns sitzen. Und es ist auch so ein Tisch, den man ausziehen kann. Also man kann ja noch ein bisschen größer machen. Wir haben halt nur nicht genug Stühle. Das ist das Problem. Also wir haben jetzt schon einen Bürostuhl und deswegen ist nur ein Esszimmerstuhl drüben zum Arbeiten. Aber, naja, was soll ich euch sagen? Wir schleppen... weißt du, was ich alles für einen Quatsch besitze? Aber wir haben nicht genug Stühle einfach. Seit 3,5 Jahren. Wir haben zwei und wir sind zwei Menschen. Ja, aber wir schleppen diese Stühle immer von einem in alle Räume, weil wir ja in jedem Raum... Wir haben jetzt wenigstens Terrassenstühle. Wir haben sonst die Stühle den ganzen Tag vom Arbeitszimmer in die Küche, ins Wohnzimmer und auf die Terrasse geschleppt. Zwei Stühle in jedem Raum. Also es ist doch das nachhaltigste Stuhlkonzept, was es gibt auf jeden Fall. Naja. So, ich muss jetzt gerade einen Schluck Wasser trinken. Meine Kehle ist schon ganz trocken. So viele unnötige Informationen, die ich hier gebe. Ja, hier unten findet ihr unsere drei neuen Tomaten. Die hat meine Tante angezogen und mir geschenkt. Und die kommen auf unsere Terrasse, auf die wir jetzt gehen. Die wir schön grün machen wollen und auch ein bisschen selbst was anpflanzen wollen. Also ich besorge das und kaufe das und Kevin kümmert sich drum, weil ich habe... den schwärzesten Daumen, den man haben kann. So, kommen wir zu unserer Dachterrasse. Ich weiß nicht, wie viel man sieht, aber es ist auf jeden Fall safer, wenn Kevin da stehen bleibt, damit der Wind nicht so laut ist. Ich versuche mal sehr schön laut zu reden. Ja, das ist unsere Dachterrasse. Der Plan ist hier halt einfach, dass es richtig schön grün wird, dass man auch so ein kleines Gartengefühl hat, vielleicht ein Hochbeet, eine Palme. Ich habe jetzt halt nach Pflanzen geguckt, auch auf eBay Kleinanzeigen, aber Pflanzen sind halt übel teuer. Alter! Eine Pflanze, die so groß ist für draußen, so eine Palme und so, die fangen bei 100 Euro an. Und ich wollte halt gleich 10 kaufen. Und dann habe ich nicht mal eine gekauft. Naja, da hinten halt so eine Sitzecke mit Sitzkissen. Eine Bastelecke für Kevin zum Fahrradbasteln. Und ja, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht irgendwann hier mal einen Retreat, einen Workshop mache. Also das hier sehe ich auch so ein bisschen als Workspace. Würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es halt direkt einen Anschluss zu unserem Büro hat, diese Dachterrasse. Und meine Cousine und ich überlegen schon sehr, sehr lange, ob wir mal so ein Retreat machen. Und das ist halt die perfekte Möglichkeit, um hier irgendwie Yoga zu machen, Übungen zu machen, in der Sonne auf Sitzkissen rumzusitzen und irgendwie was Geiles zu machen, irgendeinen Workshop zu machen oder so. Ich weiß noch nicht, aber ich will das irgendwie nicht nur für Freunde und mich nutzen, sondern auch kreativ, arbeitsmäßig. Ja. So, und jetzt kommt mit. Jetzt.
kommen wir zu unserem Büro. Also das hier hat theoretisch überhaupt gar nichts mehr mit unserem Privatbereich zu tun. Also die Terrasse trennt sozusagen unsere privaten Räumlichkeiten und unser Business, unser Büro. Genau. Das ist etwas unfassbar, ein riesengroßer Schritt für uns gewesen. Kücheninsel hin oder her, großes Wohnzimmer hin oder her, das ist alles schön und das ist alles ein Luxus, für den ich sehr dankbar bin. Aber der Grund, warum wir diese Wohnung eigentlich gebucht haben, ist, weil wir einen Ort gesucht haben, der irgendwie zu unserem Arbeitsleben passt. Weil wir haben ja bisher in einer Privatwohnung gewohnt von 79 Quadratmetern und haben halt das kleinste Zimmer als Arbeitszimmer benutzt. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich bin seit 6 oder 7 Jahren im Homeoffice und dann ist Kevin auch ins Homeoffice gekommen und dann waren wir in diesem kleinen 15 Quadratmeter Büro in unserer Wohnung und haben da 365 Tage im Jahr verbracht und dann kam auch noch Corona und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen das einfach, ich habe hier immer so einen Flusen, hey, tut mir leid, Aufmerksamkeitsstörung. Ja, und dann haben wir auch noch öfter darüber gesprochen, dass wir vielleicht noch ein paar weitere Projekte machen wollen und dass wir da vielleicht auch mal Unterstützung bräuchten und dann wäre es halt auch mega weird gewesen, also für mich jedenfalls, jemanden so in meine private kleine 75, 79 Quadratmeter Wohnung zu holen und den so durch unseren unordentlichen Flur immer in ein 15 Quadratmeter großes Arbeitszimmer zu holen. Genau, und dann haben wir halt gesagt, wir mieten ein Büro. Und wir haben halt nach Büroräumen geguckt und seriously, mit dieser Wohnung kommen wir unterm Strich mit dem Büro, was wir euch jetzt gleich zeigen, halt günstiger bei weg, als wenn wir ein Büro gemietet hätten. Da muss halt jeder gucken, was für ihn funktioniert. Du kannst da runter zeigen, also dieses Büro hat einen eigenen Eingang. Bedeutet, wenn so wie wirklich Menschen mit uns zusammenarbeiten, können sie halt hier separat reinkommen und haben nichts mit unserem Privatbereich zu tun. Und das war super wichtig. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das ist irgendwas von Kevin. Mein Werkzeug. Hier ist ein extra kleines Badezimmer. Und dann kommen wir in unser Büro. Ja, Büro. Sam sagt immer, nennt es doch lieber so Atelier oder was war das noch? Ach so, nein, sie hat auch letztens, als ich mit ihr geschrieben habe, hat sie es den Südflügel genannt. Südflügel? Ich finde, das ist eine Bezeichnung, das sollte sich etablieren. Das ist halt das Besondere an dieser Wohnung. Die Decken, also das ist neu ausgebaut worden von unserem Vermieter und die Decken sind halt zu niedrig, als dass du es, also du dürftest es nicht für sich vermieten. Das ist irgendwie gesetzlich geregelt. Und deswegen ist es halt total, deswegen haben wir wahrscheinlich die Wohnung auch so einfach gekriegt. Es gibt einfach wenige Leute, die das brauchen. Hier ist halt alles noch total chaotisch. Da ist Kevins Musik-Ecke. Kevin macht ja relativ viel Musik. Dann haben wir halt hier unseren großen Tisch. Den hatten wir auch in dem anderen Arbeitszimmer stehen. Mit dem Unterschied, dass in dem anderen Arbeitszimmer mit dem Tisch der Raum voll war. Das ist Kevins cooler neuer Gaming-Stuhl. Auf dem er bald auf Twitch ein bisschen Game wird shooten, wow. Ja, das ist mein ganzes Film-Equipment. Es liegt noch alles auf dem Boden rum. Es ist absolutes Chaos. Ich kriege total Anxiety, wenn ich mich hier nur umgucke. Eine Sache nach der anderen. Ich habe immer diesen Anspruch an mich. Ich ziehe ein und 2 Wochen später ist alles an Ort und Stelle. Aber nach so einem Umzug bist du meistens erstmal einfach komplett fertig. Hier ist noch eine kleine Küche. Also sollte ich hier wirklich ein Büro raus entstehen und hier arbeiten auch Leute. Ich weiß ja noch nicht, in welche Richtung es gehen wird. Dieses Jahr ist so ein bisschen so ein kleiner Neustart für uns. Wir wollen alles ein bisschen anders aufrollen. Dann könnte hier noch ein kleiner Kühlschrank hinkommen und weiß ich nicht, eine Herdplatte. Und dann könnte hier theoretisch sich jemand auch was zu essen machen, ohne dass wir auf die privaten Räume angewiesen sind. Nochmal einen Kaffee kochen oder so. Genau. Ja, und hier werden hoffentlich viele tolle Dinge entstehen und Erinnerungen geschaffen werden. Hast du noch was zu sagen? Gibt es noch was zu sagen? Abonniert mich alle auf Twitch. Abonniert mich alle auf Twitch. Sagte er, bevor er weiß, wie das mit dem Twitch überhaupt funktioniert. Abonniert diesen Kanal. Schreibt einen Kommentar. Gibt es noch Call to Actions? Like das Video, teilt es auf Instagram. Teilt es überall. Teilt es auf Snapchat, auf TikTok, MySpace, auf StudiVZ, auf Schülerpass. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Podcast von Sam und mir abchecken. Ja, das ist der Podcast von mir und meiner Freundin Sam. Wir quatschen jede Woche über die verschiedensten Themen und ziehen Zettel von euch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auf Instagram Zettel schreiben und wir reden im Podcast darüber. Da ist wirklich schon alles dabei gewesen. Zukunftsängste,
Analsex. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ihr seid süß und klein, wie schon immer. Es war schön, euch quasi irgendwie auf eine Art gesehen zu haben. Macht's gut. Gib Küsschen.